Guck mal, Küchenfenster, Küchenfenster, ist so weit von mir so zu sehen. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Mama? Hast du gesehen? Und hier am Balkon kommen noch mehr Wolkenformationen, so Wellenmusterwolken kommen von rechts. Das ist ein kleines Falztwickloch, aber das ist nicht so schön wie das eine vorhin, das große. Von rechts kommen so komische Wellenwolken. Was ist das, Mamatus? Hallo, was bist du denn für ein hübscher Vogel? Du bist aber hübsch. Hast gerade den Vogel gesehen, vorbeifliegen gesehen? Was war das für einer? Nein, eine Taube war es garantiert nicht. Ich warte mal, bis er wiederkommt. Der ist gerade nach rechts geflogen. Ich habe ihn auch so spät gesehen. Der kam von links, ne? Der sah aber niedlich aus. Der sah aber cool aus. Mal ab, bis der wiederkommt, ne? Wenn wir Glück haben sollten, ne? Kannst du meine Haare bitte machen? Die sehen nicht gut aus. Der flog ganz da vorbei an uns. Das bringt Glück, wenn man so einen Vogel nah vorbei zu fliegen lassen, ne? Das bringt wirklich Glück, sowas. Echt? La 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 la, da falsch, Löcher. Der ganze Himmel links ist voller Wolkenformation. Guck mal, wir sind Falztüglöcher. Hier ist ein ganz großes sogar. Tut mir leid. Aber rechts ist genial, da kommen so Wellen, so Meereswellenwolken. Ich will mal den kleinen Vogel noch mal sehen, der vorbeigeflogen war, aber der kommt nicht mehr wieder, das finde ich scheiße.
Also seit heute Morgen haben wir 9 Uhr noch was, haben wir hier so einen komischen spektakulischen Himmel da. Alles voller Mamamatus, alles voller Mamamatus, Habus da, alte Knusse, Wellen, Wolkenformation, Fischern, jetzt Wolkenformation, was das sind. Mama, hilf mir, ich bin wackelig. Es ist ja krass, was hier wirklich zu sehen ist, ey. Das ist ja krass, ey. Heute Morgen flog zweimal so ein Hubschrauber, so ein rot-weißer Krankenhubschrauber. Ich hab mich nur mein Zimmer. Gut, ich hätte das eher aufnehmen müssen, die Wolkenformation. Aber ich habe gewartet, bis die näher rüberkam. Ich habe keinen Bock, mir zu früh aufzunehmen, verstehst du das? Ich habe keinen Bock, immer zu früh aufzunehmen, verstehst du? Ich habe gerade ein bisschen hier rüber kam. Hätte ja vorhin auf dem bist, aber ich habe ein bisschen ausgeruht, mein Zimmer. Ich wollte vorhin ausruhen, mein Zimmer. Ich wollte mein Zimmer vorhin ausruhen, Pause machen, mein Zimmer. Ich wollte mein Zimmer vorhin Pause machen. Hätte ich alles schon eher aufgenommen, hätte ich alles schon eher auf dem, hätte ich schon gefilmt gehabt, hätte ich schon eher gefilmt müssen, eher auf dem Videos machen müssen, wo du es machen müssen, aber mir ging es vorhin nicht gut, ich wollte vorhin mein Zimmer ausgeruht haben, ausruhen, mit dir unterhalten und ja, habe gewartet, bis die Wolken näher rüber kamen. Das hätte ich so früh aufgenommen, verstehst du das? Ja. Und so nehme ich jetzt nicht so früh auf, siehst du? Mama, hier sind so Streifen zu sehen. Ich habe Angst. Der Himmel macht Tornado-Anzeichen. Tornado. Hilfe, es kommt Tornado, Baba. Doch, es kommt gleich Tornados hier hin. Hilfe, Baba, ich habe Angst. Wie fängt das ab, Baba? Kannst du es erklären, bitte? Nicht, dass ich drin stehe. Es gibt nur Orkanböe bei uns, bis 160 Stundenkilometer, starke Mikrodompes, Gewitterfallböe nennt sich das. Tornados bilden sich im Flachland, Dortmund oder so. Wir kriegen nur Orkane ab, steht auch groß im Internet drin. Es soll ein schwerer Orkan kommen. Heute ist zu Sturmgefahr Meschede. Heute ist bis 36 Grad, heiß. Bis wie viel Grad soll es heute werden? Was? Mama, komm mal schnell, die Wolkenformation rechts. Guck mal, die ist toll. Die ist super. Komm mal schnell, bitte.
Ich stehe nicht so sehr in der Sonne, ne? Mhm. Gut. Ich habe gerade einen Postboten gesehen mit Locken. Der hat nämlich einen schönen beigefarbenen Brief in der Hand gehabt. Guck mal nach, wer das ist. Bin der beigefarbene Brief gehört. Ein Paketbrief, der sich das. Wo ist der Postbote? Der schmeißt unten gerade ein. Geh runter. Der schmeißt unten gerade ein. Geh runter. Der Post ist da. Ja. Hallo? Hallo? Was ist das für einer? Echt merkwürdig. Der Mann geht wieder. Wer ist das? Ist aber keiner von der Post. Das Gekeife da von den Leuten. Hui. Hey, Bomben runter. Ach, die Mutter, nette Mutter, Frau Pollert, nette Mutter. Ich flutze halt rum. Ah, sieh, sehr schön. Mama, da war ein älterer Mann gekommen, der hat so einen Brief in der Hand gehabt, der hat irgendwo was reingeschmissen. Gut. Die Leute drehen alle durch. Mama, siehst du das? Die kriegen Angst. Nein, das, der Tornado-Warnung, das Tornado-Dingsbubs da. Gerade kam die Mama von der Nachbarin oben an. Die hat auch Angst vor Tornados. Auch Angst. Ja. Da, die Vögel fliegen schon sehr tief. Das sind Mauernsegler oder Schwalben, was das sind, ey. Guck mal, wie tief die fliegen, Mama. Ja. Okay. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich will in den Keller. Ich will in den Keller rein. Ich will in den Keller rein. Ich will mich nicht mehr wohl. Es geht alles kaputt, wenn Tornados. Mama, hör auf, bitte. Lass es bitte sein. Es wurde gewarnt. Bitte. Was? Ich bin kein verdammter Mann, ich bin jetzt selber, weißt du das? Sag mal, du bist ja verdammt immer mit dem Wetter, so muss ich sagen. Verdammt immer mit dem Wetter, so. Ich bin kein verdammter Mann, ja? Wie hast du es durchgelesen, Mama? Die Leute kaufen schon ein,
machen schon Massenpanik einkaufen, nennt sich das. Weißt du das? Gerade kommt die Frau mit dem Hund Blue, die macht Massenpanik Einkauf. Mama, komm mit raus, bitte. Du musst mit. Mama. Ich habe ein Problem. Kannst du bitte die Stechinsekten von mir fernhalten lassen? Die nächsten Kampfjets fliegen voraus. Rechts wird schon schwarz ein bisschen. Guck mal. Das kommt schon, siehst du? Und teils. Ja. Scheiße, ne? Hier ist ein Falzwickloch, ein großes bei der Sonne. Guck mal, schnell. Guck mal, hier ist ein ganz großes Loch bei der Sonne, ein Falzwickloch. Eine Halle Punschkraut. Ey, guck mal hier, links, schnell. Küchenfenster kannst du besser sehen, guck mal. Ja, gerne Küchenfenster, ganz besser. Guck da, guck mal, die ganze Wellenmusterwolken da hinten an. Das ist ja krass, ey. Aber bei der Sonne ist ein großes Falzwickloch. Der Katastrophenfilm nennt sich gleich Tornado-Gefahr, Meschede oder Sturmgefahr, Meschede noch viel besser gesagt.